Ja, wir stoßen auf Mami an, natürlich. Auf Mami natürlich. Auf Mami C natürlich. Natürlich auf Mami C. Protonen und Neutronen bilden zusammen das Nukleon, und je höher die Energie des Elektronenstrahls ist, desto mehr Effekte kann man untersuchen, die in diesen Nukleonen eine Rolle spielen. Man hat mit diesem MAMIC-Projekt die Energie der vorhandenen Anlage verdoppelt, und entsprechend vielfältiger sind jetzt die Experimentiermöglichkeiten, die die Kollegen haben. Jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie einfach mal den roten Knopf drücken. Fester? Genau. Das ist also das, was in der Maschine im Moment passiert. Und weil unsere Elektronen auch noch Spaß verstehen, werden sie sich gleich noch ein bisschen für sie tanzen. Electron Shuffle sozusagen. Es ist nicht gefährlich, es ist keine kerntechnische Anlage wie ein Atomkraftwerk. Ein Atomkraftwerk ist eine Anlage, die zur Produktion von Energie verwendet werden soll. Dies hier ist ein Elektronenbeschleuniger, man muss es so sagen, der verbraucht Energie. Es lässt sich nicht leugnen, wenn der betrieben wird, entsteht eine intensive Strahlung, wie ähnlich wie bei einer Röntgenröhre. Deswegen muss der Beschleuniger so betrieben werden, dass sich hier in diesem Raum niemand aufhält, wenn er betrieben wird. Das heißt, der Raum wird geräumt und dann fernbedient werden alle Parameter und Werte eingestellt. Schaltet man den Beschleuniger ab, dann ist auch die Strahlung verschwunden. Wir haben ungefähr 300 verschiedene Wissenschaftler aus aller Welt, die hier ihre Arbeiten durchführen können. Die kommen hierher, weil es eben nur hier geht. Durch die Baukosten, die Bund und Land gemeinsam getragen haben, von für das Gerät alleine 12,5 Millionen Euro. Sowas kommt bei weitem nicht alle Tage vor, das ist eine echte Ausnahme. Aber ich denke auch MAMI in seiner Größe und in seiner Bedeutung und vor allen Dingen auch in der Integration in eine Universität ist auch etwas ganz Besonderes. Deswegen war die Unterstützung richtig. Eine solche Maschine an einer Universität, das gilt es zu feiern. Dass wir jetzt noch weitere viele Jahre haben, wo wir erfolgreiche Physik auf internationalem Spitzenniveau betreiben können. Das ist das, was uns mit Stolz und aber auch natürlich mit einer Verpflichtung erfüllt. It's a fantastic day for certainly for mines, but also I think broadly for the nuclear physics community worldwide. Many collaborators look forward to coming here in the coming years, next decade, and really learning new things, training students, and finding out what the solutions are to many mysteries and puzzles that we still have. Ja, es ist eine tolle Sache, ne? Jetzt nach so vielen Jahren Arbeit. Ich bin seit 2000 hier an der Universität, habe jetzt halt fast 7 Jahre halt an diesem Projekt mitgearbeitet. Der Höhepunkt, die Maschine in Betrieb zu setzen und das jetzt hier mit den vielen Kollegen halt von vielen Laboren feiern zu können, ist dann ein grüner Abschluss halt dieses Projektes jetzt.